Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Freunde, ich sitze schon wieder da, aber ich bin zurück. Das schon mal vorweg, ich bin wieder da und jetzt werde ich euch mal erzählen, was los war, wo ich war, was passiert ist, wieso ich notoperiert wurde, wie es weitergeht, was ich erfahren habe, all das. Und es war ja gerade schon mein letztes Video über diese Thematik. Also wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut am besten da mal vorbei, um mal so grob zu verstehen, was überhaupt los ist. Ich habe mir aber nicht gedacht, dass ja, es jetzt doch irgendwie so schnell geht. Und ja, kurz zusammengefasst, in dem Video geht es darum, da habe ich euch erzählt, dass bei mir eine große Zyste diagnostiziert wurde beim Frauenarzt am Eierstock. Und diese wegoperiert werden muss. Der Operationstermin wäre eigentlich erst im Juni, Ende Juni gewesen. Ja, und das alles ist irgendwie doch anders gekommen als gedacht. Und ich möchte auch hier wieder einfach dieses Video dazu nutzen, um zu zeigen, ey, ihr seid nicht allein. Bei uns Influencern läuft auch nicht immer alles perfekt. Wir haben genauso mal schlechte Nachrichten mit Problemen bzw. Krankheiten zu kämpfen. Ich möchte auch Mut machen, auch ein bisschen aufklären, was diese Richtung anbelangt. Aber wir starten jetzt einfach mal, also schaut euch das letzte Video an, falls ihr es nicht gesehen habt, weil sonst muss ich das jetzt irgendwie alles wiederholen. Wir starten jetzt einfach da, wo es aufgehört hat. Aufgehört hat es da, wo ich wusste, okay, im Juni werde ich operiert. Damit war eigentlich die Sache ja erstmal so gegessen. Ihr wollt mir auch nicht mehr zu viel Gedanken und Sorgen irgendwie dazu machen. Ich habe das Video hochgeladen und wollte ja eigentlich mal ein bisschen so Ruhe einkehren lassen, was das anbelangt. Und dann war es so, vor eigentlich ziemlich genau 2 Wochen, am Montag war das, Sascha und ich haben nur Abend gegessen und ganz, ganz plötzlich, wir waren so auf der Couch, ich habe ein bisschen so nach hinten irgendwie so gesetzt, habe irgendwie so eine Bewegung gemacht, hatte ich unglaublich starke Unterleibsschmerzen. Das habe ich noch nie erlebt, so stark, dass mir richtig übel wurde. Also ich musste mir wirklich fast die ganze Zeit übergeben, weil es so schmerzhaft war. Und ich habe mir zuerst so gedacht, ja, wird schon wieder weggehen. Vielleicht hat es irgendwas mit der Zyste, hängt es irgendwie so zusammen. Mir wurde ja auch im Krankenhaus beim letzten Untersuchungstermin gesagt, wenn plötzliche starke Schmerzen auftreten, dann soll ich vorbeikommen. Die Zyste kann sich im schlimmsten Fall irgendwie so um die eigene Achse und so um den Eierstock drehen, was nicht gut wäre, wenn das passiert. Also ich habe irgendwie so im Hinterkopf gehabt, okay, das wird jetzt wahrscheinlich irgendwie mit dem Ganzen zusammenhängen. Habe mir aber nur so gedacht, nee, wird schon wieder weggehen. Habe einfach gehofft, dass es gleich wieder aufhört. Es hat aber nicht aufgehört. Es war echt konstant so ein starker Schmerz. Ich konnte wirklich kaum mehr atmen, mich kaum mehr bewegen. Ich musste irgendwie auch über die Beine so anziehen. Es war schrecklich. Wir haben dann die Rettung gerufen, weil es einfach so krass war, so schmerzvoll war und einfach nicht nachließ. Ja, die meinten dann, ja, sie fahren mich in ein bestimmtes Krankenhaus. Das ist aber nicht das Krankenhaus, wo ich eigentlich jetzt alles, was Untersuchungen, auch den OP-Termin vereinbart hatte. Das war ein anderes Krankenhaus und das wollte ich eigentlich nicht. Dann habe ich halt gefragt, oder Sascha vielmehr, ob es nicht geht, dass wir in dieses Krankenhaus fahren, wo ich eben im Vorhinein schon war, die auch einfach meine ganze Geschichte kennen, wo auch die Operation geplant war. Ich wusste auch, dass die sehr, sehr auf das spezialisiert sind, was Gynäkologie, Endometriose und so weiter anbelangt. Die haben gemeint, nein, die haben da ein Anfahrverbot oder irgendwie so. Man kann halt höchstens privat hinfahren, wenn die irgendwie so eine Notaufnahme gerade haben, wenn das passt. Dann haben wir da noch schnell angerufen im Krankenhaus in dem besagten, gefragt, ob wir kommen dürfen. Die haben gemeint, ja, ja, kommt schnell. Ja, dann sind wir da losgefahren. Ich sag mal, Sascha war vielleicht so schnell, wie die Rettung auch gewesen wäre. Es war so schlimm, wirklich. Ich habe kaum mehr irgendwas können. Die Hände und die Beine haben schon richtig so zu kribbeln begonnen vor lauter Schmerzen. Es war schrecklich. Ich war dann echt schon halb so im Delirium teilweise, weil es einfach so schmerzhaft war. So, da angekommen, da war es übrigens, das habe ich jetzt gar nicht dazu gesagt, ich glaube schon 11 Uhr, also 23 Uhr in der Nacht am Abend. Die Notaufnahme war trotzdem relativ voll, da musste man trotzdem mal kurz warten. Und dann war da halt eine Ärztin, die jetzt keine Gynäkologin war, die jetzt auch meine Geschichte und so nicht kannte. Ich glaube, die war von der Urologie oder so. Und als erstes, genau, habe ich vergessen, wurde mir mal Blut abgenommen und ich glaube, ich war einfach schon so mit Kreislauf durch die Schmerzen so schlecht irgendwie
beisammen, dass ich direkt mal kollabiert bin. Also die haben mir, ich glaube, 3 so fette Spritzen abgenommen und mir ist immer schwimmriger geworden und irgendwann zack, war ich weg. Das ist mir, ich glaube, so noch gar nie passiert. Es hat sich angefühlt, als wäre ich ein Jahr lang oder so weg gewesen. Ich war vielleicht so 5 bis 10 Sekunden weg und dann sehe ich so meine Beine so nach oben gehalten. Dann schaut mir der Sascha und der, so ein Pfleger so an, sage ich so, wo bin ich? Ich habe mich überhaupt nicht mehr ausgekannt. Gut. Dann war das Blutabnehmen mal geschafft. Dann wurde mir auch direkt der Zugang gelegt, Infusion gegeben, Schmerzmittel gegeben, einfach, dass alles mal ein bisschen besser wird. Hat die aber zu Hause auch noch schnell genommen. Ja, und dann hat die Ärztin gemeint, ja, sie ist halt jetzt nicht so wirklich auch für das zuständig und es ist leider kein Arzt mehr im Haus. Der hat halt nur Notdienst und so notwendig haben sie es jetzt nicht empfunden, dass sie gemeint haben, ich soll einfach über Nacht auf der Station bleiben und am nächsten Tag in der Früh werde ich dann direkt untersucht. Und durch die Schmerzmittel, durch die Infusion ging es dann eigentlich eh schon wieder ein bisschen besser. Kann euch da mal ein witziges Video einblenden, das Sascha von mir gemacht hat. Achtet mal auf meine Hand. Also ihr seht es da, da ging es mir schon wieder ein bisschen besser. Na gut, auf jeden Fall kam ich dann auf die Gyn, aufs Zimmer. Und am nächsten Tag, also dann schlafen erstmal, da war es sicher schon so 12:30 in der Nacht oder so. Und am nächsten Tag, direkt um 7 Uhr, hatte ich dann auch schon den Untersuchungstermin, den besagten. Bei dem Primar und einer Assistenzärztin. Es war auch die Ärztin, die mich damals schon bei der Untersuchung angeschaut hat. Und die haben sie dann mit Ultraschall und so weiter das alles genau angesehen. Da hat dann der Arzt festgestellt, dass Flüssigkeit im Bauch war. Und er hat auch noch vermutet, dass zusätzlich zu der Zyste noch eine zweite Zyste irgendwo ist. Auf jeden Fall hat er gemeint, müssen wir noch heute operieren. Gerade auch so mit der Flüssigkeit, sie mussten einfach auch schauen, was los ist. Er hat aber auch wieder so hinsichtlich Endometriose gemeint, was ja auch damals die Ärztin schon gemeint hat, dass es eigentlich alles gut aussieht, was man jetzt so von außen sieht. Also es fühlt sich irgendwie alles locker an. Ganz kurz nochmal Thema Endometriose. Habe nämlich letztens komplett verpeilt, mal kurz anzuschneiden, was das ist. Endometriose haben 6 bis 10% aller Frauen. Viele wissen das gar nicht. Können auch Männer haben, genau. Es ist Gebärmutter-Schleimhaut-ähnliches Gewebe, was im Prinzip sogar überall im Körper auftreten kann. Auch in der Lunge kann man das haben. Aber vor allem hat man es halt im Unterleib, bei der Gebärmutter, außerhalb von der Gebärmutter, Darm, Harnleiter. Das ist einfach so ein gutartiges Gewebe, was aber trotzdem sehr wuchert, sage ich mal, so krebsähnlich, aber es ist halt kein Krebs und halt da nicht hingehört und nicht sein soll, auch im schlimmsten Fall Organe defekt machen soll. Direkt da aber nochmal vorweg, ich bin keine Ärztin und es ist eine individuelle Geschichte, gell? Das möchte ich auch nochmal direkt so als kleiner Reminder sagen. Ich kann euch jetzt nur das erzählen, was mir gesagt wurde und wie es bei mir war. Das vorweg zur Endometriose. So, er meinte aber, das sieht eigentlich alles gut aus. Er glaubt nicht, dass da irgendwie noch mehr wäre. Was ich ja auch immer schon so gehofft habe. Ja, dann war es so, ich wurde dann auch an dem Tag direkt operiert. Ich hatte so Angst davor. Ich bin noch nie im Leben operiert worden. Meine größte Sorge war irgendwie, vielleicht kann das irgendjemand nachvollziehen, weil man es immer mal wieder hört, jetzt nicht extrem oft, aber es kommt wirklich vor und das finde ich so krass, dass Leute bei der Operation etwas mitbekommen. Dass die Narkose, dass sie so eine Art aufwachen oder halt so halb da sind und das vielleicht dann die Ärzte gar nicht mehr so mitbekommen. Wie auch immer, meine größte Sorge war einfach, dass sie irgendwas mitbekommen oder dass halt irgendwas Schlimmes bei der Operation schief geht. Und ich bin halt auch so ein Mensch, gell? So die Kontrolle abgeben, zu wissen, okay, man schläft da jetzt und muss einfach seinen ganzen Körper, seine ganze Gesundheit den Ärzten überlassen. Dieses Vertrauen eigentlich, was man da den Ärzten schenkt. Boah, das ist schon wirklich krass. Also bei mir war es dann so, ich wurde dann abgeholt. Sascha war dann noch bei den Besuchszeiten direkt vor der Operation noch da. Ich habe dann schon mal geweint und so. Es war wirklich für meine Nerven schlimm. Dann wurde ich abgeholt. Dann bin ich da so runtergefahren worden zu den OP-Sälen. Und dann habe ich so gezittert, weil ich so aufgeregt war. Und dann hat mir der eine Pfleger gefragt, ob mir denn kalt ist. Und ich so, nee, ich bin nur aufgeregt. Und ja, es ist schon alles echt irgendwie so eine eigene Atmosphäre. Keine Ahnung, könnt ihr ja gerne mal schreiben, ob ihr schon mal operiert worden seid, ob ihr das versteht. Also für mich war das schon alles sehr, also ich habe mich halt nicht wohlgefühlt, überhaupt nicht wohlgefühlt. Und sie haben dann nur so gemeint, ja, ich soll an was Schönes denken. Habe mir gedacht, so, ich denke an die Bahamas. Jetzt kommt da der Prosecco vom Haus, hat es gemeint und hat mir da das weiße Zeug da gegeben. Und dann wurde es eh schon schwummrig, dann habe ich nur so bis 6 gezählt und dann war ich auch schon weg. So.
Und dann bin ich schon wieder aufgewacht. Da habe ich so gehört, Frau Wallner, Frau Wallner. Und irgendwann so, ah, das bin ja ich. Ich glaube, ich bin gemeint. Habe ich mal die Augen aufgemacht. Da war ich da in diesem Aufwachraum. Habe ich übrigens so auf die Uhr geschaut. Da war so eine digitale Uhr. Da stand dann 18.30 Uhr. Und dann habe ich kurz die Augen zugemacht, wieder hingeschaut. Dann war es 18.50 Uhr. Also da merkt man mal, wie benebelt man da einfach ist und wie weg man da eigentlich noch ist. Und dann wusste ich, scheiße, es ist ja nur bis 19 Uhr Besuchszeiten. Ich möchte Sascha nur unbedingt sehen. Dann habe ich halt gefragt, ob wir schon hochfahren können, weil halt Sascha nur wartet. Die hat dann eh noch ein bisschen länger bleiben dürfen. Ja, also ich habe das noch nicht wirklich mitbekommen. Ich habe halt gemerkt, okay, ich bin noch da, wird schon alles gepasst haben, aber nicht wirklich mehr von der Operation oder so. Dann habe ich noch ein paar witzige Sachen gesagt bei Sascha dann auf dem Zimmer. Da war ich echt noch ein bisschen neben der Spur. Schmerzen? Mhm. Oder? Aber im Bauch. Im Bauch tut nichts weh, oder? Schaust du aber nicht so aus, dass da was weh. Red. Ich rede schon. Das ist so ein grausiger Motor, den du nie kriegst. Warum lutscht denn da? Dass ich irgendwas lutsch. Ja, kleiner Ausschnitt davon. Und dann, ja, war ich einfach mal erleichtert, dass das Ganze geschafft war. Hatte natürlich Schmerzen im Bauch. Generell zur Operation kann ich euch schon mal erzählen. Die haben den Bauchnabel aufgeschnitten und dann noch zusätzlich 1, 2, 3 Schnitte. Aber trotzdem alles sehr minimalinvasiv. Früher hat man einfach den ganzen Bauch aufgeschnitten und mittlerweile machen die das echt schon richtig gut. Genau, und bei der Operation wird dann zusätzlich auch noch der Bauch so aufgeblasen mit Gas, sodass einfach die Organe schön auseinander sind und sie einfach generell dann gut arbeiten können, weil dadurch, dass es ja nicht so ein riesen Schnitt ist, müssen die ja durch diese kleinen Schnitte so rein und auch mit so einer Kamera rein und dadurch wird der Bauch so aufgeblasen und das Gas, ich sag's euch, pff, das habe ich so lange noch so krass gespürt, mein Bauch ist immer noch echt aufgebläht. Aber mittlerweile ist das Gas wandert dann so hoch über die Schultern, also Brust, Schulter. Und das atmet man dann aus. Und es ist schmerzhaft, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber wirklich unangenehm so. Also wenn ihr schon mal Erfahrung mit diesem Gas habt, berichtet es dann mal gern, ob das bei euch auch so war. Also bei mir hat es sicherlich eine Woche gedauert. Und dann jetzt spüre immer noch ein bisschen was, aber das geht halt langsam weg, weil das zieht auch richtig in die Muskeln rein und in die Organe versteckt es, weil es wird dann schon ausgelassen bei der Operation. Aber es bleibt halt trotzdem nur viel im Körper, was halt ja, erst raus muss. Naja, aber jetzt bin ich irgendwie schon jetzt halt den Faden verloren. Also ich bin aufgewacht von der Operation, genau, Sascha war da. So, und dann war der nächste Tag, da war Visite und da kam dann der Arzt, also mein operierender Arzt, und der hat irgendwie ein bisschen so rumgedrückt, ja, Operation ist gut verlaufen, die Zyste konnte erfolgreich entfernt werden, das schon mal vorweg, das war schon mal sehr gut. Aber es gehört auf jeden Fall nur einiges gemacht. Ja, er hat ein paar so Sachen gesagt, wo ich mir auch so gedacht habe, was ist denn jetzt los, wieso erzählt mir denn keiner was? Aber er wollte halt, glaube ich, nicht, er hat ja kein Einzelzimmer, sondern ein Viererzimmer. Jetzt vor den anderen das halt auch nicht mit mir besprechen. Und das war halt dann schon nochmal ein bisschen, jetzt im Nachhinein betrachtet, ausführlicher, was er mir da alles gesagt hat. Deshalb kann ich es jetzt im Nachhinein verstehen, aber in der Situation habe ich mir irgendwie ein bisschen Sorgen gemacht, was denn jetzt los ist. Dann nur irgendwas mit, ja, und da bei dem Eierstock und das. Und es war irgendwie ein bisschen so ein ungute Zeit, wo ich ein bisschen so im Unwissenden war. So, und dann, der Tag darauf war dann aber so, da hat mich Sascha gerade besucht und der Arzt hatte Zeit und hat mich oder uns eben in dem Fall in sein Zimmer gebeten und hat dann ausführlich, jetzt echt eine Dreiviertelstunde Zeit genommen und hat da ganz genau alles mit uns besprochen, gezeigt. Das war wirklich, also habe ich richtig, richtig cool gefunden für das, dass ich jetzt nicht irgendwie zusatzversichert bin oder so. In Österreich ist das auch alles ein bisschen anders. Der hat sich da richtig Zeit genommen. Das war eben auch der Primar und der war echt, echt mega kompetent. Fand ich super, dass ich zu dem glücklicherweise irgendwie gekommen bin. Haben wir das ja auch nicht wirklich ausgewählt, wer mit denn da jetzt operiert oder sonstiges. Und da hat man auch gemerkt, er hat sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Und jetzt erzähle ich euch mal, was da also war. Eine Sache schon mal vorweg, er hat bei der Operation, dadurch, dass sie sowieso mit dieser Kamera rein müssen, richtig viele Bilder gemacht, was ich so spannend fand. Irgendwie ein bisschen eklig, aber extrem spannend. Also ich habe dann wirklich
in meinen Bauch, also alles einfach gesehen. Das war krass, also richtig so rosa, so die Organe. Und dann eben, und jetzt kommen wir eben zum Punkt, ganz viele so braune, ein bisschen so wie Wurzeln, wie so Spinnennetze, Gewebe, Endometriose, was wirklich viel, viel ausgeprägter war als gedacht. Er hat auch gemeint, er war sehr überrascht. Er hat sich das eigentlich bei der Untersuchung auch nicht gedacht, dass es doch so ausgeprägt und wie heißt es, tief infiltrierend ist, also schon sehr tief verwachsene, vernarbte Endometriose, weil ich ja auch keine oder so gut wie keine Symptome habe. Klar habe ich meine normalen Periodenschmerzen, aber ansonsten habe ich ja eigentlich keine Beschwerden. Und ja, es ist vor allem stark so im Darmbereich und eben auch bei den Harnleitern. Und die Sache ist eben jetzt die, dass sie die Sachen, die leicht zum Entfernen waren, bei der Operation schon entfernt haben. Aber gerade diese tiefe Endometriose nicht, weil einfach da das Risiko zu groß ist, dass man das einfach so macht, ohne dass ich jetzt sozusagen zustimme, weil er sagt, es hat es alles schon gegeben. Man kommt zu einer Zystenentfernung und wacht auf mit einem Seitenausgang, weil ja, bei der Operation halt dann was schiefgegangen ist, weil halt nur mehr Endometriose entfernt wurde. Und das, was halt bei mir da ist, ist keine Kleinigkeit mehr zum Operieren. Das, also die Zyste und so weiter, das ging jetzt, also das ist ja eigentlich so ein Routineeingriff. Aber das, was halt jetzt nur da ist, ist halt schon so, dass man sagt, okay, wenn man das operiert, ist einfach ein Risiko da, dass was schief geht. Also er hat es auch noch so beschrieben, ganz interessant. Endometriose, wie gesagt, ist ja so ein Gewebe. Und das Ding ist, wenn man jetzt operiert, kann man nicht einfach, weil man merkt, es geht so tief rein, aufhören. Beispielsweise am Darm, wo ich Endometriose habe. Und er entfernt es und merkt, okay, das geht tiefer rein. Dann kann es halt passieren, dass ein Loch im Darm entsteht oder sogar ein Stück vom Darm mit entfernt werden muss. Und da kann man aber nicht sagen, okay, dann lassen wir das, sondern das muss man dann einfach machen. Das Gleiche, wo ich auch noch viel Endometriose habe, ist eben generell so im unteren Becken, auch beim Harnleiter. Und da ist das Gleiche, da muss man, wie hat er das erzählt, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, er hat gemeint, mit so einem heißen Stab hin und wenn der nur ein bisschen zu nahe an den Harnleiter kommt, merkt man dann so ein paar Tage danach, es fließt nichts mehr ab und im schlimmsten Fall, ja, hat man halt dann ein Leben lang einen Katheter, weil einfach der Harnleiter kaputt, also zerstört wurde. So, also das sind halt alles so Risikofaktoren, die man bei einer eventuell zukünftigen Operation hat. Und das war halt schon erstmal so, okay. Erstens schon mal habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass die Operation nicht reicht. Ich habe einfach gehofft, ich werde jetzt operiert und damit ist einfach dieses Thema abgehakt. So, es ist schon blöd genug, dass ich überhaupt die Operation machen muss. Aber dass halt das noch nicht das Ende der Geschichte war und vor allem auch das Ganze mit Risiken verbunden ist, war dann schon erstmal ein bisschen so ein kleiner Schlag ins Gesicht. Und was, also er hat mir richtig interessante Infos gegeben. Beispielsweise, es gibt drei Nachteile von Endometriose. Und zwar erstens, Endometriose verursacht Schmerzen. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Deshalb wird sie auch so als Chamäleon-Krankheit beschrieben, weil sie einfach oft sehr stark ausgeprägt sein kann. Dennoch hat man so gut wie keine Symptome und manchmal hat man richtig starke Symptome, aber einen sehr schwachen Befund, habe ich euch eh letztens schon erzählt. Zweitens kann Endometriose erschwerte Schwangerschaften hervorrufen, also einfach Richtung Unfruchtbarkeit, muss nicht sein. Das war wieder was Positives auch, was er bei mir gemeint hat. Gebärmutter und Eierstöcke haben eigentlich gut ausgesehen und er glaubt nicht, dass die Gebärmutter drinnen befallen ist. Er hat jetzt aber keine Gebärmutterspiegelung gemacht. Das müsste man dann nochmal machen. Aber von außen, und was er so als Erfahrung weiß, wie das dann eigentlich auch von außen aussieht, hat es gut ausgesehen. Also das ist ja schon mal was Gutes. Aber es kann trotzdem sein, wenn irgendwie einfach der Körper im unteren Beckenbereich einfach so befallen ist, dass trotzdem dann einfach eine Schwangerschaft schwieriger möglich ist. Und der dritte Nachteil an Endometriose ist, dass es im schlimmsten Fall einfach auch Organe beeinflussen
bis hin zu Organversagen verursachen kann. Beispielsweise, wie es bei mir ist, bei dem Harnleiter. Der hat schon die Endometriose hat sozusagen den Harnleiter schon so umschlungen und im schlimmsten Fall kann der den abschnüren und dann kommt es wiederum im schlimmsten Fall zu einem Nierenversagen. Also das wollen wir natürlich auch nicht. Das sind halt die drei negativen Aspekte von Endometriose, obwohl ja eben Endometriose eigentlich jetzt nichts Bösartiges in dem Sinn ist, aber halt durch diese Wucherung zu Problemen führen kann. Genau. Zudem ist Endometriose nicht heilbar, also bis jetzt noch nicht. Das ist eine chronische Erkrankung und man hat nie eine Garantie, auch wenn ich die OP machen würde, kann es immer wieder sein, dass die immer wieder kommt. Also es ist echt eine Krankheit, die jetzt einfach da ist, von der ich jetzt plötzlich weiß und wo man halt jetzt einfach überlegen muss, wie man weiter fortschreitet. Also er hat gemeint, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Generell ist es einfach so, dass wenn man jetzt noch die Endometriose entfernt, das was ganz anderes ist, als wenn man das erst in 10 Jahren beispielsweise macht, weil einfach die Endometriose noch nicht so tief ist und dadurch einfach die Organe noch nicht so befallen hat und man es einfach nur mit weniger Risiko und besser, einfacher entfernen kann. Dennoch ist es jetzt nichts, was man innerhalb von einem halben Jahr machen muss. Man spricht ja wirklich von Jahren. Er hat auch gemeint, so wie es bei mir jetzt aussieht, das ist sicher nicht in ein paar Jahren passiert, sondern es dürfte schon sehr, sehr lang haben. Also das ist jetzt nichts, was extrem eilt. Jetzt kann man sich einfach mal ein bisschen Gedanken machen, ob man die Operation machen möchte. Und dann hat er auch noch ein paar so interessante Aspekte gebracht, und zwar hinsichtlich Hormone. Also es gibt auch eine Hormontherapie, die man bei Endometriose machen kann. Viele nehmen ja auch zum Beispiel dann die Pille, die einfach die Endometriose ein bisschen eindämmt, beziehungsweise kann man auch nur Gestagen nehmen, was aber dann wieder bewirkt, dass man aber zum Beispiel depressive Verstimmungen bekommt, Libidoverlust und so weiter. Also das hat auch viele negative Aspekte. Und hinsichtlich Schwangerschaft, das ist auch so ein Thema, über das er da mit uns gesprochen hat, weil eine Schwangerschaft auch Endometriose einbremsen kann. Das war mir auch überhaupt nicht bewusst, wenn es halt möglich ist, dass man überhaupt schwanger wird. Das ist halt die Frage. Denn wenn man schon einen starken Befund hat, ist es vielleicht auch nur schwer möglich, dass man schwanger wird. Aber wenn das klappt, kann auch eine Schwangerschaft gut für eine Endometriose sein. Fand ich auch richtig spannend. Also ja, wir haben da echt richtig viele Infos erhalten. Es war schon sehr viel so im ersten Moment, einfach echt viel, keine Ahnung, einfach generell der Befund allein. Und ja, jetzt muss man halt einfach überlegen, wie es weitergeht. Und das werde ich jetzt mal ein bisschen für mich einfach machen, mich ein bisschen informieren. Ich würde mich wirklich super freuen, wenn ihr irgendwie Erfahrungsberichte für mich habt. Ich glaube, der Austausch ist da auch was sehr, sehr gut tut. Und ja, das ist passiert. Das war meine Geschichte. So. Ich war jetzt echt Zeit ausgenockt. So. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich einerseits eben das Gas so lange spüre, aber auch die Narkose so lange spüre. Ich bin einfach immer noch richtig aus der Puste schon, wenn ich irgendwas mache. Sport, genau, ist auch noch so ein Thema. Soll jetzt auch so einen Monat nicht machen und schon gar nicht irgendwie Bauch auch schwer heben, generell Richtung Sit-Up, sonstiges. Da muss ich jetzt mal sehr aufpassen, da bin ich gespannt, wie das Ganze weitergeht. So, oh shit, da war es aus, ich rede echt schon viel zu lang. Also ich wollte sagen, das, was mir passiert ist, ist eigentlich ja eh noch harmlos im Gegensatz zu anderen Geschichten, obwohl man jetzt einfach nicht vergleichen soll. Ich bin froh, dass es dann am Ende des Tages wieder nur das ist. Trotzdem hat es mir mal wieder gezeigt, wie wichtig einfach unsere Gesundheit ist. Wie sehr ich das schätze eigentlich wieder, wenn ich wieder mal alles machen kann und einfach gesund bin. So, also wirklich, wirklich krass. Wenn jetzt noch irgendwelche offenen Fragen sind, könnt ihr die auch sehr gerne in die Kommentare stellen. Ich habe, wie gesagt, jetzt einfach ein paar Sachen mir am Handy notiert, aber irgendwie auch eher so aus dem Bauch jetzt heraus erzählt. Ich hoffe, ihr habt das Wichtigste erzählt und ich hoffe auch, ihr schätzt wieder, dass ich das so offen mit euch teile. Aber ich denke, gerade dieses Thema, wenn es gerade so viele Frauen betrifft, ist es so wichtig, darüber zu sprechen, das nicht irgendwie zu tabuisieren und einfach so aufzuklären. Einerseits, hey, die Krankheit gibt's, hey, viele haben damit zu kämpfen, aber auch eben, hey, du bist nicht allein, wenn du es hast. Und ich bin ja immer noch sehr froh, dass
Trotzdem, Befund ich ja so gut wie keine Schmerzen habe oder noch nicht habe. Ich weiß nicht, wie das Ganze jetzt dann nur weitergeht. Aber ja, man muss einfach wirklich die Gesundheit so schätzen. Wirklich. Ja, das glaube ich war es jetzt mit dem Video. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es mir einen Daumen nach oben da lasst. Ich freue mich über eure Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.